die Welt verändern. Das will man, wenn man Theater macht. Und mit dem Material vornehmlich. Mich treibt es an, dass, ich sag mal, die gesellschaftlichen Verhältnisse immer stärker nach rechts wegkippen. Und das ärgert mich und da will ich was dagegen machen. Wenn wir als Gedenkverein eine Oper inszenieren, dann ist die Gedenkarbeit im Vordergrund. Es ist eine handfeste Oper, die auf die Bühne gehört, beziehungsweise in ungewöhnliche Aufführungsstätten. Dass man in Theresienstadt ein Stück über das Sterben schreibt oder versucht zu erarbeiten mit einer Gruppe von Sterbenden, ja, vor Sterbenden als Publikum, die alle zum Tod verurteilt waren, das ist eben ganz ungeheuerlich. Dass diese Kraft, die da dahinter steckt, für die Produzierenden das hergestellt zu haben, ja, das einstudiert zu haben, das ist ein ganz ungeheuerlicher Vorgang. Ja, also für mich eigentlich völlig unvorstellbar.